Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns bei Mario's Dark Adventure. Ja, ihr merkt, ich bin wieder zurück und ja, jetzt geht's wieder mal los mit Let's Plays. Und wir starten noch gleich in Volleyball Town, wo ich mich noch so ungefähr grob an einige Sterne erinnern kann. Also ja, den 100 Münzstern habe ich immer noch nicht so ganz. Und ich muss noch ein bisschen in das Spiel reinkommen, weil ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Die Chuckias werden immer ein wenig gewöhnungsbedürftig sein hier. Ich nenne sie jetzt einfach Chuckias, auch wenn es keine Chuckias sind. Ja, und ansonsten schauen wir mal. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen, genau. Einer der Sterne, den ich jetzt suchen werde, das ist der eine, den wir beim letzten Mal hatten, genau, da erinnere ich mich dran. Aber hier oben hatte ich auch noch mal einen in Sinn gehabt. Und ja, dann holen wir uns erstmal den hier. So, ein Stern im Kornfeld. So, natürlich nicht. Ah, okay, ich tue erstmal die Chuckies hier besiegen, bevor wir hier weitermachen. Ah, oder mach es einfach so. Okay. Nein, jetzt mal zu der Erklärung, warum ich jetzt in der letzten Woche eigentlich gesagt habe, dass ich wieder was mache, was dann letztendlich doch nicht gemacht habe. Das liegt an diversen anderen Gründen, die muss ich jetzt nicht unbedingt hier erläutern. Auf jeden Fall, das Privatleben hat damit auch zu tun. Und Safe-States funktionieren nicht. Oder? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert irgendwie meine Safe-State-Taste jetzt gerade. Ah, super. Aber Safe-States machen kann er. Komisch, warte mal. Muss ich die Dinger jetzt manuell laden, oder? Ich habe jetzt eigentlich nichts daran gedreht, dass da irgendwas ändern sollte. Ich schaue jetzt gerade mal, Moment. Tatsache, Spiel schon laden. F7? Wie kommt der jetzt auf F7? War es nicht immer vorher F7? Ach egal. Ja. Okay, jetzt lade ich doch meine Safe-States von F7. Okay. Dann nehmen wir das mal so hin. Ja, was ich sagen wollte, ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal rausgefunden bei meiner Suche nach dem 100. Stern, wo sich überhaupt die ganzen anderen Sterne befinden. Und hier hätten wir schon mal noch einen weiteren, den ich mir jetzt definitiv holen werde. Was das heißt, ich will in diesem Part ungefähr 3 Sterne schaffen, von denen wir jetzt noch 2 holen müssen. Mario's Cliffhanger. Ja, einen Cliffhanger hatten wir auch die ganze Zeit schon gehabt. In der Reihe des Let's Plays. Aber das gedenken wir jetzt zu ändern, denn wir holen jetzt mal im Speedrun die ganzen anderen Sachen, nämlich Rooftop-Jumping-Fun. Ihr erinnert euch doch sicherlich an die eine Stelle vom letzten Mal, die wir dort hatten, wo ich gesagt habe, ja, ach nee, schaffen wir nicht und dergleichen, ne. Ja, diese Stelle gedenke ich jetzt zu schaffen, weil ich muss ehrlich sagen, ich war damit blind abgeschlagen. Ich habe es auch, glaube ich, schon im Video schon mal erwähnt in der Textbox. Die Stelle ist schaffbar, man muss halt nur wissen, wie. Und man muss halt wirklich alles probieren. Also, das war doch die Geschichte hier, wo wir hochrennen mussten. Das finde ich jetzt auch irgendwie aber auch nicht so deutlich. Also muss ich hier nochmal im Vorjud sagen. Weil woher soll man wissen, dass man diesen Hang hoch kann? Also, das ist mir jetzt als Spieler beispielsweise jetzt zwar sichtlich. Muss aber nicht zwingend so sein. Also, wenn jetzt beispielsweise ein Neuling diesen Hack hier spielt, zum ersten Mal, dann wüsste ich jetzt nicht, dass ich hier hoch musste. Ich weiß auch nur, dass ich hier hoch muss, weil ich ein Video gesehen habe. Okay, jetzt fällt ich gerade hier mal rum. Also ich zeig mal, wie macht man es nicht. So macht man es, genau. So.
Nämlich, ich hatte ja beim letzten Mal irrtümlich angenommen, dass dieser Schalter hier... Dass wir da... Wandsprünge ohne Clashen machen müssten. Dem ist allerdings nicht so. Ich kann euch beruhigen. Weil der müsste eigentlich jetzt nur diese beiden Blöcke hier aktivieren, die wir ganz locker schaffen müssen. Also es ist keine Lock-Miller-Challenge, wie ursprünglich angenommen. Mario-Fehler. Sondern eigentlich nur, ja, diese Blöcke helfen uns. Jo. Und damit wäre das Ganze eigentlich auch erledigt schon an der Stelle. Müssen wir noch hier auf die andere Seite. Versuchen nicht runterzufallen nach dieser eleganten Kleidtour. Und ja. So, und jetzt sind wir hier bei der angeblich unmöglichen Stelle. Darauf muss man auch erstmal kommen. Man muss dann einen schönen Weitsprung rüber. Und diesen Weitsprung landen wir so weit, dass wir hier landen an dieser Stelle. So, nachdem das geschafft ist, ist es eigentlich ziemlich einfach. Und ratet mal, was da oben in dieser gelben Box ist. Genau, deswegen fahren wir auch die ganze Zeit runter. So. Ja, und damit hätten wir wieder einen Stern mehr. Also ihr merkt, in diesem Part wird sich unsere Sternbilanz erheblich erhöhen. Also, ist doch schon mal ganz gut. Wenigstens etwas. So. Jetzt muss ich mal gucken, was die nächsten Sterne sind. Den roten Windstein kann ich zwar auch vor rein von der Theorie machen, aber ich werde noch einen Stern machen, um Vordude auf einen Bug hinzuweisen. Und zwar einen sehr extremen Bug. Ich meine, da fängt man schon mit Star Revenge 2 an. Und dann fixt er noch nicht mal diesen Bug. Das ist doch wohl wirklich unverschämt. Nein, die Geschichte, die ich euch jetzt zeigen möchte, ist hier, weil ich habe irrtümlich auch angenommen, dass vielleicht Münzen in dieser wunderbaren geheimen Kammer versteckt sein könnten, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Moment. Ja, doch, genau. Da, wo dieser schöne Felsblock ist, wo Close drüber steht, da soll man wahrscheinlich noch gar nicht rein, aber man kann sich trotzdem durchglitschen. Ob das jetzt beabsichtigt ist, weiß ich nicht. So, dann muss man einfach durch dieses Labyrinth hier schwimmen. In der Hoffnung, nicht zu ertrinken. Ich werde hier keine Safe-Stats setzen, das ist durchaus klar. Oh, wie schnell man sich hier verlieren kann. Wie tödlich das dann wird, insofern. Einfach mal Try and Error. Ja. Ach da. Oh, ja, die Kamerasteuerung ist hier unten auch ziemlich... Okay, wir sind auf der komplett falschen Seite, dementsprechend. Reloaden wir nochmal, klitschen uns hier nochmal unten durch. Was zum Teufel ist das? Okay, Leute, ist das da unten Chuck her? Das macht mir gerade Angst. Ich spiele laut gerade nochmal. Ja, so geht's auch. What the fuck? Okay, jetzt halte ich gerade gar nichts mehr. Also vor dir auf jeden Fall, das Level ist stark verglitscht, wie du gerade siehst. Ja. Mir fehlen gerade die Worte. Ein Chuck hier. Unter Wasser. Das hat ja auch noch nie. Wieso ist dein Chuck unter Wasser?
Ich bin gerade froh, dass ich keine Safe-Stats gekriegt habe. Okay, warte mal, wir müssen noch mehr mit System dann gehen. Rechts, oben. Warte mal. Ich muss da nicht durchklitschen, dann geht's doch bestimmt hier runter. Ich hab den da irgendwo rechts gesehen. Da hoch. Unten links, oder? Oh nein, da ist nur der Tod. So, okay. Sternencheck hier im Gang, warum der da auch immer ist. Okay, so. Ich glaube, bei meinem Laptop musste ich gerade die Soundaufnahme mal anmachen da. Also da ist nur der Bildschirm ausgegangen, keine Sorge. Der liegt da schon weiter auf. Nee, aber das ärgert mich auch irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss mir wirklich schon ein neues Headset beschaffen, was auch den Soundmix hat. Das ist gut Design von Vogel, das muss man sagen, aber es ist sehr verwirrend. Weil ich beim letzten Mal den Stern relativ schnell gefunden habe, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich nicht so lange gebraucht. Ich muss mir mal einprägen, wo der Stern genau ist. Der Stern ist doch hier jetzt auf der rechten Seite oben. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Moment. Also hier rein. Also man merkt, man kann hier sehr schnell rein. Also Vorbild, das musst du unbedingt fixen. So. Ja, oder so. Keine Ahnung, wo ich jetzt gelandet bin, aber... Ich bin wahrscheinlich jetzt zehnmal hier immer an denselben Stellen entlang geschwommen. Das sollte mich aber auch nicht stören, wenn ich ganz ehrlich bin. Mensch, wo ist denn dieser Powerstern? Ich meine nicht den Chakya, der da unten ist. Also, da rechts müssen wir auf jeden Fall lang. Gibt es hier rechts einen Weg? Hier unten gibt es einen Weg. Der eine Weg führt hier nach rechts. Dann gibt es hier noch einen Weg, der führt auch nach rechts. Oh, und da ist doch der Stern. Na gut, Leute. Ich habe jetzt auch nicht beabsichtigt mehr mehr Stellen in diesem Part zu finden. Insofern, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt am besten einen Kommentar und vergesst auch die Bewertung nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Falls ihr trotzdem noch Fragen habt, warum das jetzt nicht so ganz geklappt hat mit den Let's Plays in letzter Zeit, keine Sorge. Ich versuche jetzt mal diese Woche mehr zu machen, weil der Schulstress im Moment jetzt nicht so groß ist. Ja. Ihr schreibt einfach mal, ich beantworte euch das gerne. Also meine Community ist ja relativ klein und da kann ich das auch ganz gut handeln. Ja, alles dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ja. Ich muss mich nicht wiederholen. Ciao.